Fahrzeugkontrolle Checkpoint. Im Normalfall wird der Hundeführer mit seinem Diensthund 4 Aufträge und Einsätze der Infanterieeinsatz unterstellt. Der Hundeführer verfügt also über die infanteristische Ausbildung, damit er mit seinem Hund seine Aufträge erfüllen kann. Integriert mit seinem Diensthund bildet der Hundeführer in der Regel die Aufgabe des Abdeckers. Im Team ist er primär für den Schutz des Ansprechers verantwortlich. Sekundär verfügt der Hundeführer über die Kenntnisse, als Reserveelement eingesetzt zu werden. Wenn bei einer Fahrzeugkontrolle der Ansprecher eine Unregelmäßigkeit der Fahrzeuginsassen feststellt, sich eine klare Bedrohung durch Schlag, Stichwaffen oder durch Schusswaffen abzeichnet, dann kann der Diensthund durch den Ansprecher ausgelöst werden. Das heißt, der Hund wird verhältnismäßig zum Verhindern eines Angriffs der Fahrzeuginsassen eingesetzt. Der Diensthund wirkt sehr präventiv. Das Tier selbst bringt die Gegenseite dazu, zu überlegen, ob sich ein Angriff oder ein unkooperatives Verhalten mit den Betreibern des Checkpoint lohnt. Wenn bei einer Fahrzeugkontrolle der Ansprecher eine Unregelmäßigkeit der Fahrzeuginsassen feststellt, sich eine klare Bedrohung durch Schlag, Stichwaffen oder durch Schusswaffen abzeichnet, dann kann der Diensthund durch den Ansprecher ausgelöst werden. Das heißt, der Hund wird verhältnismäßig zum Verhindern eines Angriffs der Fahrzeuginsassen eingesetzt. Der Sprengstoffspürhund. Sprengstoffspürhunde der Armee werden ausschließlich durch Berufshundeführer geführt. Der Hund lernt die verschiedenen Sprengstoffdüfte über sein Spielzeug kennen und sucht schlussendlich sein Spielzeug. Damit sich ein Hund für diese Ausbildung eignet, muss er über einen ausgeprägten Spieltrieb verfügen. Der Hund zeigt seinem Führer durch Verharren in der Platz-, Sitz- oder Stehposition seinen Fund an. Passive Anzeige. Die Ausbildung des Sprengstoffspürhunds dauert circa ein Jahr. Der Sprengstoffspürhund kann für die Kontrolle von Fahrzeugen, Gepäck, zur Suche von Sprengstoffen in Gebäuden oder im Gelände eingesetzt werden. Sensitive Räume und Geländeabschnitte werden durch ein Netz von Beobachtungsposten überwacht. Einsatzzentrale von Beobachtungsposten. Meldung. Eine Person hat Sektor 12a betreten. Antworten. Verstanden. Eine Person hat Sektor 12a betreten. Antworten. Verstanden. Richtig. Antworten. Verstanden, beobachte weiter. Um das Eindringen in Schutz- und Kernzonen zu verhindern, kann der Hund als effizientes Interventionsmittel unterhalb des Schusswaffengebrauchs eingesetzt werden.
Hund und Führer müssen in der Lage sein, in unterschiedlichsten Situationen den Auftrag zu erfüllen. So können die Teams mit Fahrzeug, Panzer oder Helikopter an den Einsatzort transportiert werden. Trotz Lärm, Hitze oder Kälte wird vom Diensthund erwartet, dass er kompromisslos seine Aufgabe wahrnimmt. Patrouille. Das Patrouillieren ist Teil eines Auftrages beim Bewachen oder Überwachen von Objekten. Der Hundeführer mit seinem Militärhund patrouilliert zusammen mit einem Kameraden als Sicherungssoldaten innerhalb einer Schutzzone oder einer Kernzone. Der dissuasive Effekt, sprich die abschreckende Wirkung eines Hundes, ist enorm. Und so wird er schon rein präventiv äußerst geschätzt. Falls doch jemand in Schutz- oder Kernzone eindringt, wird dieser erwarnt, sich zu stellen. Anschließend wird er hinaus begleitet. Oder wenn er sich weigert, dementsprechend vom Hund kompromisslos gestellt. Der Eindringling wird dann von der Reserve abgeführt, damit der Militärhund mit seinem Führer und dem Sicherungssoldaten seinen Auftrag weiterführen kann. Die Gebäudedurchsuchung. Der militärische Schutzhund wird mit seinem Führer hauptsächlich innerhalb einer Infanteriegruppe für das Durchsuchen eines Gebäudes eingesetzt. Die Aufgabe eines Hundes ist es, den möglichen Täter aufzuspüren und dann bis zur Ankunft seines Führers zu stellen und zu verbellen. Würde sich der Täter wehren, verhindert dies der Hund wiederum durch kompromissloses Zubeißen. Dieses Einfrieren solch brenzliger Situationen kommt dem Menschen sehr zugute. Falls sich der Täter ergibt, wie hier im Film dokumentiert, wird dieser vom Hundeteam bis zur Arrestation wegbegleitet. Der Rest der Gruppe durchsucht das Gebäude weiter und säubert das Stockwerk. Sobald der Täter gefesselt ist, führt wiederum die Reserve den Täter ab, damit sich das Hundeteam wieder seiner Aufgabe, der Gebäudedurchsuchung, widmen kann. Der Katastrophenhund hat in der Schweiz einen sehr hohen Stellenwert, da bereits Barry, der bekannteste Rettungshund der Schweiz, Bernardiner vom großen St. Bernhard, viele Menschen das Leben gerettet hat. Die Hunde sind spezialisiert, verschüttete Menschen auch über mehrere eingestürzte Stockwerke aufzustöbern und mittels Verbellen anzuzeigen. Oftmals sind die Örtlichkeiten mit den normalen Verkehrsmitteln nicht mehr erreichbar. Die ersten Stunden nach dem Unglück sind aber gleichsam die wichtigsten. Aus diesem Grund bleibt oftmals nur noch der Helikopter als Transportmittel. Helikopterfliegen ist fixer Bestandteil der Ausbildung. Im Verlauf des Trainings wird der Helikopter vom Hund mit der anschließenden Sucharbeit verbunden, sodass der Hund eine riesige Freude am Fliegen bekommt. Das laute und hohe Geräusch der Turbine wird schon bald von den Hunden ignoriert. Für einen Hundeführer ist es immer wieder ein großartiges Gefühl, mit dem Hund an der Winde zu hängen. Das Team verschmilzt in solchen Situationen zu einem Ganzen. Auch wenn der Einsatz länger dauert, Hundeführer und Hund psychisch und physisch am Ende sind, werden immer noch unbeschreiblich große Leistungen erreicht.
Auf den Schadenplätzen müssen vom Hund große Hindernisse, Gräben und vieles andere überwunden werden, um die verschütteten Personen zu finden. Zusätzlich bieten sich den Rettern vielfach unschöne Bilder. Doch das Team, Hundeführer und Hund, müssen diese belastenden Situationen wegstecken und ihren Auftrag erfüllen. Der Auftrag lautet immer, so schnell wie möglich Überlebende, auch mit schwersten Verletzungen, zu finden. Das Ausmaß des Schadenplatzes, wie auch die angetroffenen Schicksale und Bilder, sind nie vorhersehbar. Aus diesem Grund müssen Katastrophenhundeführer sehr gut vorbereitet sein und deren Hunde und ihre Aufgabe auch unter erschwerten Bedingungen kennen. Der Drogenspürhund. Also, bei den Herren, die die Urinprobe positiv war, machen wir jetzt noch eine Gepäckkontrolle. Wachmeister Möller geht jetzt den Hund holen und macht das. Drogenspürhunde der Armee werden ausschließlich von Berufshundeführern geführt. Wie beim Sprengstoffspürhund muss der Drogenspürhund über einen ausgeprägten Spieltrieb verfügen. Die Gerüche der verschiedenen Drogen, Heroin, Kokain, Haschisch, Marihuana sowie Amphetamine, lernt der Hund über sein Spielzeug kennen. Achtung! Drogenspürhunde sind nicht drogensüchtig. Drogen sind für den Hund hochgiftig. Der Drogenspürhund zeigt seinen Fund durch Kratzen, aktive Anzeige oder durch Verharren, gleich wie der Sprengstoffspürhund, an. Die Ausbildung dauert circa ein Jahr. Der Drogenspürhund wird als Hilfsmittel der Militärpolizei bei Kontrollen in Schulen und Kursen der Armee eingesetzt. Spürhunde müssen auch auf unangenehmen Untergrund oder in luftiger Höhe ihre Arbeit zu 100% erledigen. Eine gute Zusammenarbeit von Hund und Führer, Teamarbeit, entscheidet über den Erfolg des Einsatzes.